Mein Name ist Marco Kühne, ich bin hier Regisseur und Showproduzent bei den Karl-May-Festspielen oder auch beim Elsbeth Festival. Ja, ich bin also wirklich mein ganzes Leben schon hier. Ich habe mit 3 Jahren das Reiten angefangen hier oben, bin dann schon ziemlich früh in die Stuntarbeit reingekommen. Ich war mit 6 Jahren schon Junker Stuntman Europas. Da habe ich schon mit meinem Pferd bin ich im Galopp über die Bühne geritten. Habe dann auch so nach und nach mit dem Trickreiten angefangen und dann in meinen schon frühen jungen Jahren auch mit Feuerstunts angefangen. Und so hat sich das immer so mein ganzes Leben schon durchgezogen. Bis ich dann Stuntkoordinator geworden bin, dann habe ich irgendwann Pyrotechnikschein gemacht und dann bin ich halt zum Showproduzent und Regisseur gekommen bin. Jetzt, wir machen 9 Dinner-Shows und die sind so gut ausgebucht, dass wir mit Sicherheit mit 5000 Personen rechnen können. Die Dinner-Show haben wir das erst gemacht 1994. Das Prinzip war eigentlich schon immer gleich, dass wir immer eine Geschichte spielen. Dann ist eine Pause, wo die Leute Essen kriegen, die kriegen 4-Gänge-Menü. Also wenn die Dinner-Shows geplant sind oder wir fangen damit an, das mache ich nicht alleine. Das ist Teamarbeit gefordert, weil alleine kann man das gar nicht bewältigen. Da sind ja 500, 600 Personen drin. Da muss jeder sein Part erledigen, dass auch alles vernünftig ist und gut ist. Ne? Wir machen es auch erst seit ein paar Jahren, dass sich die Geschichte dann wirklich über oder um Weihnachten dreht halt, ne? Und so eine Weihnachtsgeschichte, weil es einfach auch vor Weihnachten ist und die Leute das dann auch erwarten. Und was wir auch gemerkt haben in den Jahren, dass die Leute auch von uns erwarten, dass wir Western machen, weil die das immer mit Karl-May-Spielen in Verbindung bringen mit unserem Park, dass wir wirklich immer, egal was wir machen, es immer mit, sag ich mal, Cowboy und Indianer zu tun hat, wirklich. Dieses Jahr ist an sich quasi so ein bisschen Romy und Julia nachempfunden. Das ist ein Indianerkrieger, der verliebt sich in eine Weiße. Sie wird schwanger von ihm und der Vater, der Häuptling, der Cheyenne, möchte das natürlich nicht, weil die Indianer wollen für sich leben und die Weißen auch. Und dann gibt es also noch Krieg, aber am Ende, wie immer, wie es Weihnachten ist, wird wieder alles gut. Der Hauptdarsteller, der ist Sebastian Kolb. Der ist auch bekannt, weil er schon seit Jahren bei uns auf der großen Bühne im Sommer immer den Bösewicht spielt. Dann haben wir noch den Reverend, das ist der Markus Lyrik, der auch mit mir dann zusammen die Texte macht für die Dinner-Show. Und die Sarah, auch schon seit klein auf hier in Elsbe und ist jetzt auch seit 2 Jahren in der Dinner-Show dabei. Mein Name ist Sebastian Kolb, ich bin Schauspieler und in dem diesjährigen Dinner-Show-Stück spiele ich die Rolle des Indianerkriegers Takoda. Takoda heißt übersetzt Freund aller. Ich habe eine Liaison mit der Tochter des Sheriffs, also auf der einen Seite die Weißen, auf der anderen Seite die Roten und das führt natürlich dann zu Schwierigkeiten, weil sowohl die Indianer eigentlich nur eine Squaw wollen, als auch die Weißen lieber. Wie heißt denn das nochmal? Ah, im Stück spiele ich den Reverend Frank Eastman. Ich bin der Seelsorger über die 587 Seelen des wunderbaren kleinen Dörfchens Red Rock in den Rocky Mountains. Im privaten Leben heiße ich Markus Lyrik, bin Schauspieler, Moderator, Stuntman, Autor, Sänger, was man alles so macht in meinem Beruf. Ich bin die Sarah und ich spiele in dem Stück die Clara. Clara ist ein weißes Siedlermädchen, was sich in einen Indianer verliebt und da wird die Sache dann kompliziert. Ich habe die Dinner-Show schon komplett im Kopf vorher, auch die Bilder, wie ich die Leute stelle und so, weil anders funktioniert es nicht. Dann kommen die Produktionen von Himmel dabei, welche Explosionen brauche ich, welche Technik brauche ich, wie viele Pferde brauche ich, wo setze ich die Pferde ein, wie viele Tänzer, die fangen dann meistens auch schon im Oktober an zu trainieren. Das heißt, sie brauchen die Lieder auch schon, was wir da machen und das geht dann an sich vom Sommer durch bis kurz vorher, bis zum ersten Probentag. Ne? Wir gucken natürlich schon, dass wir originalgetreue Kostüme kriegen, verbinden die, aber man muss sie aber auch immer so mit verbinden, wie die Leute sich einen Indianer vorstellen. Ne, wie das auch teilweise aus dem Karl-May-Film ist oder auch einfach durch die Kindergeschichten, die es früher gab oder auch die Kriegsbemalung, die wir jetzt machen, die googeln oder google ich auch, wie die aussehen, ob die jetzt originalgetreu sind oder nicht, aber das ist dann immer so in dem Sinnbild, wie die Leute sich einfach die Indianer vorstellen. Und so ist das halt die ganze Geschichte mit den Kostümen, wo man halt immer gucken müssen, wie stellt sich wirklich einer einen Indianer vor oder wie haben sie denn echt ausgesehen. Und da versuchen wir dann immer so eine Mischung einfach hinzukriegen, dass wir so ein bisschen Originalität haben und dann halt so ein bisschen auch noch das Märchen weiterverfolgen. Wir machen am Anfang erst immer, dass wir erstmal Szene für Szene machen. Dann geht es mir an sich nur darum, dass jeder erstmal weiß, wo ist mein Auftritt, was habe ich zu tun, dass die Leute richtig stehen, dass die Texte richtig rüberkommen. Es gibt oft Sachen, die dann beim Proben einfach passieren, die lustig sind oder so, die wir dann auch noch mit einbauen oder vielleicht auch
Textänderungen machen die dann, wo man dann erstmal Proben merkt, dass sie so keinen Sinn machen in der Geschichte, dass sie geändert werden müssen. Und dann ist es aber gut, dass man nochmal mit der Regie in Austausch gehen kann und auch dann besprechen kann, okay, warum sage ich das oder könnte ich nicht auch das und das so umformulieren. Und dann wiederholt man halt die Szenen, bis sie passen und dann, bis man dann anfängt, die ersten Durchläufe zu machen. Und das ist zwar dann schon ein bisschen teilweise auch hart und man muss sich viel konzentrieren, weil es geht freitags los und dann bis sonntags. Und es ist dann schön auch zu sehen, dass es dann wirklich auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ja, meine Aufgaben beim Elsbe Festival sind unter anderem die Stuntarbeit, also auch Stuntchoreografie. Und da arbeite ich mit dem Marco Kühne zusammen. Der Marco bringt die Ideen und bei Kämpfen kann ich dann bei den Choreografien tätig sein. Stuntkoordinator der Marco Kühne zusammen mit dem Markus Lyrik, die entwickeln dann mit uns zusammen den Kampf gegen einen Krieger aus meinem Stamm. Und als Cowboy kämpft man eher mit Fäusten als Indianer. Zum Beispiel mit dem Tomahawk oder mit Speeren. Das ist am Anfang eigentlich wie eine kleine Tanzchoreografie. Das ist aber auch ganz wichtig, dass man weiß, so, ich schlage rechts, du weichst aus, ich ziehe dir unten den Tomahawk, ich ziehe dir den drüber. Was dann immer am Ende alles cool und einfach aussieht, bedarf aber dann auch immer ganz schön viel Proben und einer Präzision, damit dann am Ende alles immer funktioniert. Pyrotechnik ist immer wichtig, weil das erwarten die Leute von uns auch. Wir haben hier oben einen Chef-Pyrotechniker, das ist der Stefan. Es gibt aber dann noch zwei Leute hier oben, die einen großen Pyrotechnik-Schein haben. Das liegt einfach daran, dass wir so viel Pyrotechnik auch immer einsetzen, dass nicht immer Stefan an jedem Ort sein kann, weil er auch selber immer Rollen spielt. Das heißt ja nicht nur, weil ich es könnte, dann darf ich es halt auch nicht zünden. Und deswegen sind wir wirklich drei Leute hier oben, die den großen Schein haben. Ja, ich bin Stefan Kieper, ich bin der Chef-Pyrotechniker beim Elsbe Festival, für die Explosionen verantwortlich, dass die sicher und spektakulär stattfinden. Wir haben hier in der Dinner-Show zwei davon. Wir sprengen einmal einen Kirchturm in die Luft, das findet dort oben statt, das ist ein pyrotechnischer Effekt, der dort gezündet wird. Und dann haben wir noch ein brennendes Gebäude, das ist der Saloon. Da gehen wir einmal rüber und schauen mal hinten rein, denn hier behelfen wir uns zwar bei einer Explosion mit der Pyrotechnik, aber wir tricksen ein bisschen, was das Feuer anbelangt, damit es möglichst echt aussieht. Nehme ich euch einfach mit hier rein. Haben wir hier hinter den Fenstern LED-Wände installiert, auf die dann dieses Feuer projizieren. Und das sieht von vorne täuschend echt aus. Und so haben wir das dann natürlich hier in der Halle sicher. Denn im Indoor-Bereich ist es manchmal schwieriger zu arbeiten als Outdoor, wo man mehr Platz hat. Eine Probendinner-Show machen wir wirklich immer nur in drei Tagen. Es liegt auch daran, dass viele Statisten dann halt Studenten sind oder normale Jobs haben. Und das kriegt man aber nur hin mit dem Team, die wirklich Bock und Lust drauf haben, das zu machen. Und die auch da schön mit vollem Herzen dabei sind. Und das ist immer das Wichtigste meiner Meinung nach auf der Bühne, dass die Schauspieler, die Kollegen und alle, die daran beteiligt sind, Spaß haben. Dass die Bock haben, das zu machen. Und das überträgt sich sofort auf das Publikum und dann geht die Party ab. Das sind auch alles Leute, die wirklich dann nach mir ankommen und sagen, hey, ich habe Lust auf die Dinner-Show, wenn da ist noch Platz. Das liegt, glaube ich, zum Großteil daran, dass wir wirklich ein hochmotiviertes Ensemble haben, das wirklich Spaß hat zu spielen. Da legen wir aber schon seit der Gründung bei den Kamai-Spielen schon Wert drauf, dass sich wirklich untereinander verstanden wird, dass auch Teamplayer da sind. Ne, weil jeder ist für den anderen da, hilft den anderen, wenn irgendwas nicht ist. Und da gibt es auch dann keine Streitereien oder sagt, warum hast du das denn gemacht, das war falsch. Und dann sagt er, pass mal auf, mach mal so und so und dann... Und dann geht das. Dadurch funktioniert das aber auch nur das Ganze drumherum und auch mit den kurzen Proben. Das kriegst du nur hin, wenn es wirklich so familiär ist wie hier oben. Ja, das sind unsere Kulissen für unsere diesjährige Dinner-Show. Wir gucken also quasi auch immer, dass wir jedes Jahr ein bisschen was umbauen, dass wir nicht immer dieselben Kulissen haben. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, wozu brauche ich die Kulissen oder was passiert mit den Kulissen. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel das ganze Westerndorf, was wir hier sehen, auf alt gemacht, das wirklich runtergekommen aussieht. Haben bei den ganzen Fenstern, die wir in den Kulissen haben, haben wir Trichtechnik eingebaut, sodass es dann aussieht, dass sie brennen. Da haben wir einmal zwei verschiedene Varianten. Hier arbeiten wir mit Licht und Tüchern, die sich bewegen, dass das aussieht wie Flammen. Und beim Saloon zum Beispiel, dort drüben, da haben wir dann LED-Wände hinter den Fenstern gemacht, und wo man dann richtiges Flammenbild drauf erzeugen kann, dass das dann auch aussieht wie echtes Feuer. Und was dann natürlich alles oben von unserem Ton- und Lichtregie ausgesteuert wird. Ansonsten für die ganze Bemalung, die wir haben, ist unser Künstler zuständig, der Doc. Der kommt aus Polen und der malt dann ganzen Schilder und das Dorf dann immer so, wie wir es dann haben wollen und wir es brauchen. Auch nicht nur im Winter, sondern auch bei uns im Sommer dann auf der großen Bühne.
so eine Hauskulisse, dass sie im Rohbau steht, das dauert dann ungefähr, ich würde mal sagen, so eine Woche. Und dann mit dem ganzen Malen und das Ganze drum und dran, dann ist so, und mit der, wenn die ganze Technik eingebaut ist und so, das ist dann schon so 3 bis 4 Wochen, bis das dann alles so läuft, wie wir es brauchen. Weil es ist ja dann teilweise auch passiert halt schon mal, man stellt sich irgendwas vor, probiert es, passt rein, passt rein. Dann muss man selbst die Kulisse nochmal umbauen, dass es passt. Man muss aufpassen, wenn da brennende Leute rauskommen, dass alles feuerfest innen drin ist, mit feuerfestem Stoff, dass auch nichts brennen kann. Oder wenn wir mit den Fackeln reinlaufen oder beim Proben fällt mir meistens dann auch noch irgendein Blödsinn ein, wo ich sage, das müssen wir noch ändern, das will ich haben. Natürlich unser Saloon noch komplett dekoriert mit alten Sachen, alten Kisten, was auch immer schwer ist, da ranzukommen. Da muss man dann echt teilweise schon bei eBay gucken oder teilweise kommen auch Leute, die sagen, hey, ich habe noch eine alte Kiste, die passt zu euch, weil sowas man nicht kaufen kann und sowas Modernes passt ja nicht hin. Und sind wir immer ganz froh, wenn irgendeiner ankommt, hat eine alte Scheune ausgeräumt oder einen alten Stall, dass wir das alles einsetzen können. Wir haben auch dieses Jahr Kunstbäume im Einsatz, die hat auch unser Doktor gebaut, die brauchen wir während unserer Dinnershow, dass wir so einen schönen kleinen Feenwald simulieren damit. Ja, das sind unsere Kunstfelsen, wo die ganze Halle an sich mit verkleidet ist, die wir dann teilweise zubauen oder nicht, wie wir das brauchen. Und dann wird es halt so angemalt, passend, dass es aussieht wie Felsen. Wir haben auch teilweise echte Felsen mit drunter gemischt und dann halt die Kunstfelsen. In dem Mittelgang haben wir noch eine Tür drin, dass man hier also auch noch rein und raus kommt, auftreten kann auf die Bühne. Man hat auch in den Kunstfelsen dann noch Aufgänge, dass man oben drauf kommt, umgesehen, dass man nicht von der Bühne auf nach oben muss, sondern auch von hinten auftreten kann. Wir haben es auch da oben jetzt zum Beispiel weiß angemalt, das aussieht wie Schnee. Und wenn wir dann mal wieder sagen, wir wollen keinen Schnee mehr, dann muss unser Doktor natürlich dann wieder komplett umbemalen. Dann gehen wir jetzt zu unserem Zuschauerraum, der fasst jetzt bei der Dinnershow ca. 600 Leute. Der ist jetzt, jede zweite Reihe ist umgeklappt und dann hat man eine Bank und so eine Bank-Tisch-Kombi und je nachdem, wofür wir es brauchen, können wir das dann machen. Und im Sommer sind es dann ungefähr 1200 Plätze und im Winter bei der Dinnershow dann 600 Plätze. Ja, kommen wir zur nächsten Kulisse, das ist ja unsere Scheune, wo sich Dakota und Clara dann Schutz suchen vor dem Schneesturm. Schneekanonen haben wir, glaube ich, im Moment 6, also hier sind 3 und dann haben wir 3 in der Mitte nochmal, was wir dann später beim Schlussapplaus noch zeigen, beim letzten Lied, dann ist da auch nochmal schön für Winter natürlich Schnee gibt, was ein bisschen auch romantisch ist und gerade zu Weihnachten dann auch passt. Ne? Das ist unser Backstage-Bereich mit den ganzen Umkleidern für unsere Servicekräfte oder auch unseren Schauspielern. Da haben wir 6 Container, die mal aufgeteilt sind in 2 Kammern, wo jeweils 3 Spinde drinstehen mit Spiegel, die kann man sich dann teilen. Was wir aber halt nicht viel müssen, weil die meisten Leute sind einfach schon oben gezogen, wo wir unser großes Clubhaus haben, wo wir auch die Maske drin haben und das ist eigentlich nur zum Aufwärmen oder mal ein bisschen runterkommen, wenn man ein bisschen Ruhe braucht. So ist es unsere Dinnershow. Also das heißt nicht Hauptküche, die Hauptküche ist am Saloon, wo alles vorbereitet wird. Hier wird es dann ausgegeben, ist jetzt auch noch nicht natürlich fertig eingerichtet. Die wird dann für, oder wenn wir starten, Supermeer natürlich auch fertig sein. Und hier holen sich die Servicekräfte dann auch das Essen ab, was wir dann verteilen. Und unsere Köche und Köchin, die bereiten das dann hier vor, und so dass das dann alles auch geht. Und was natürlich für die Küche auch schwierig ist, weil es auch alles auf Punkt warm sein muss und fertig sein muss. Das dürfen natürlich auch keine Verzögerungen sein, denn die Gäste wollen natürlich nicht noch 10 Minuten aufs Essen warten. Deswegen müssen sie ja auch genau wissen und gucken sich die Proben an, haben die auch das Buch, weil sie genau auch danach alles fertig machen müssen, wie wir die Texte haben und dass das wirklich dann auch pünktlich zur Musik rauskommt. Hier ist auch der Platz, wo sich, können wir auch mal zeigen, wo sich dann die ganzen Schauspieler und Darsteller sich ihre Mikroports abholen. Die liegen dann immer hier bereit, nimmt sich auch jeder, kontrolliert auch jeder, dass die Batterien drin sind. Und nach der Show werden die dann wieder dorthin gelegt oder auch, es kann auch schon mal passieren, dass wir halt ein Mikro doppelt besetzen, weil wir nur 10 Stück haben. Das heißt, derjenige, der es dann nicht mehr braucht, legt es dahin und der es dann braucht, der nimmt sich das dann bitte wieder davon. Gehen wir einmal kurz raus. Dann haben wir dieses Jahr auch 3 Pferde bei uns in der Dinnershow. Da stehen schon mal 2 davon. Sind aber höchstens jetzt, wenn sie da so angebunden stehen, die stehen dann meistens immer nur so 20 Minuten, eine halbe Stunde, länger sind sie nicht da. Wir gucken, dass wir die kurz vorher wirklich runterbringen, dann warten die eine kurze Zeit, haben ihren Auftritt und werden dann direkt wieder in ihren großen Stall reingebracht. Erwartungen habe ich große, gerade an mein Team. Das wissen die aber auch, dass die alle gut arbeiten müssen, dass es funktioniert. Aber andererseits weiß ich auch, dass es funktioniert, weil ich kenne die Leute alle schon seit Jahren. Da bin ich auch noch nie enttäuscht worden, ehrlich gesagt. Dafür machen wir die Dinnershows schon zu lang und die 3 Traumproben, dass ich weiß, dass es funktioniert. Herausforderungen bei der Dinnershow sind eigentlich immer die Verbindung zum Publikum.
Man muss natürlich immer bedenken, dass wenn man eine Dinnershow spielt, ist es A, sehr schwierig, weil das natürlich immer durch die Essenspausen unterbrochen ist, dass man den roten Faden behält. Und ich finde, es ist wirklich gelungen, dass hier eine sehr schöne Geschichte erzählt wird, mit einem schönen Spannungsbogen, mit Kampf und am Ende einer Versöhnung und einem Happy End. Und das ist immer der spannendste Moment eigentlich. Wie funktioniert das? Wie ist das Publikum heute Abend? Gehen die super mit oder brauchen die erst noch Hilfe? Und das ist eigentlich die Herausforderung bei dieser Dinnershow, dass am Ende alle sagen, Mensch, das war super, wir haben gut gegessen, gut getrunken, viel gelacht und schön gesungen.